Oder nehmen wir einfach mal George Bush. Nehmen wir George Bush. Vielleicht George Bush, ja, Isa ibn Maryam. Sagen wir ja, ist er östlich von Damaskus herabgekommen? Sagen wir ja, USA ist er östlich von Damaskus. Weil wenn wir die Weltkugel einmal rund gehen, dann sind wir in Washington D.C., Weiße Haus. Ja, der kommt mit zwei Engeln herunter, sagen wir, ja, da sind zwei Flugzeuge mit gemeint. Der wird immer von zwei Flugzeugen, rechts und links, an der Schulter. Ein Flugzeug in der Mitte, George Bush ist in der Mitte. Ein Flugzeug auf der rechten, ein Flugzeug auf der linken, damit sind die Engel gemeint. Warum nicht, George Bush? Dann hat den Dajjal getötet, ja, hat Saddam Hussein getötet, deswegen hat den Dajjal getötet. Ich sage, nicht, dass ihr das falsch versteht, ich gebe nur ein Beispiel, ja. Dann, er wird die Welt 7, 8 Jahre beherrschen. Aber ja, stimmt, der arme 8 Jahre Präsident von USA gewesen. Mashallah, Mashallah. Der hatte zwei gelbe Kleidungsstücke gehabt. Ja, sagen wir, stimmt. Hat er einmal angehabt, zwei gelbe Kleidungsstücke. Das heißt, wenn diese Interpretation von Mirza Ghulam Ahmed passt, dann passt die besser auf George Bush. Hat das Christentum vernichtet? Stimmt, George Bush hat es vernichtet. Er hat gezeigt, dass Christentum eine grausame Religion ist, so wie er sich verhalten hat. Ja, also George Bush. Wer ist für George Bush? Wer ist für Khomeini? Wer ist für Mirza Ghulam Ahmed? Ich glaube, mehr Leute werden sich für Khomeini oder für George Bush entscheiden. Subhanallah. Und das zeigt ganz deutlich. Ich meine, was soll man dazu sagen? Soll man wirklich ernst bleiben dabei? Soll man wirklich ernst bleiben dabei? Kann das wirklich jemand glauben?